Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, ein Lavados mehr im Inventar oder auf der PC-Box und dann geht's wieder nach unten. Mal sehen, da liegt noch ein Item. Das ist wieder kompliziert, da müssen wir erst hier Stärke einsetzen. Na, auf jeden Fall. So, Nidoking ist echt stark. Da bin ich ein Fan von. Na gut, dann müssen wir überlegen. Das zertrümmern wir einmal. Und das zertrümmern wir einmal. Natürlich soll Zertrümmerer eingesetzt werden. Was denn auch sonst? Nein! Wieder ein Kleinstein. Oh. Schade, dass es kein Onix ist. Das hätte ich gern gefangen. Oh, Glurak hat hier gelitten. Das ist richtig. Da sollte man vielleicht mal einen Hypertrank drauf werfen. So, nach oben und nach links. So kommen wir an dieses schöne Item. Ein Feuerstein. Hätten wir jetzt ein Evoli, würde sich das eventuell freuen. Ich glaube aber, ich brauche nicht noch ein Feuervieh. So, hier kommen wir direkt runter. Ich habe keine Ahnung, ob sonst noch was im Vulkan hier ist. Team Rocket ist, glaube ich, auch noch irgendwo. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was hier im Gras lungert. Ein Galopper. Na, holla die Waldfee, das müssen wir aber fangen. Und Flammenwurf. Ah, okay. Hat ein Feuerfänger, klappt nicht. Ich wollte so wenig wie möglich Schaden ausrichten. Dann Alternativstrategie. Ja, erstens nicht sterben. Zweitens Metallklaue. Und dann runter von dem Vulkan, bevor er komplett ausbricht. Nein, das ist ja überhaupt nichts. Okay, Bodycheck geht daneben. Ja, Feuerwirbelkämmer. Schöner Wirbel aus Feuer. So, nochmal Metallklaue. Das sollte dann reichen. Ja, ich würde sagen, das passt. Und Bodycheck, dann wird es auch noch vom Rückstoß getroffen. Ja. Na gut. Nein, der Feuerwirbel killt mich. Nein, so knapp davor. Ja, ich sollte jetzt am besten erstmal einen Trank einsetzen, sonst ist das Glurak weg vom Fenster. Münzamulett. Ah, das sollte ich Glurak vielleicht wieder zum Halten geben. Top-Trank, warum nicht, wenn ich keinen anderen finde? Jo, da freut sich das Glurak und da ärgert sich das Galopper. Mächtig, würde ich sagen. Oh, wir sind sogar befreit worden vom Feuerwirbel. Was braucht man? Ein Hyperball. 21 Stück haben wir noch. Das sollte ja reichen für... Ja, für das Pferd halt. So, das sieht gut aus. Na, ich weiß gar nicht, was sich Lavados letztes Mal so angestellt hat. So, Pokédex-Eintrag. Beim Galoppieren erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Ist es entflammt, rennt es so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug. What the fuck? Wusste ich nicht. Das wäre normale Pferdegeschwindigkeit von so 30 km/h. Krass. Nein, greif mich doch nicht an. Ich habe hart trainiert, damit ich mein Liebeskummer überwinde. Es hat mich zumindest körperlich gestärkt. Hey ho. Naja, man muss ja die Dinge auch irgendwie positiv sehen. Da hat sie recht. Die sieht aber aus, als würde sie uns gleich zusammenschreien. Ein Nocturn. Ich glaube, das ist allergisch gegen Flammenwurf. Zumindest. Mehr als alles andere, was ich da habe. Ja, ich würde sagen, das war wunderbar. Jetzt hat sie bestimmt noch einen Kickli. Nein, noch ein Nocturn. Na, man muss ja auch immer meine Erwartungen hier entgegenwirken. Das macht das Spiel schon richtig. Hätte mich jetzt gefreut, wäre es ein Kickli. Na gut. Reicht das zum Aufleveln? Knapp, glaub nicht. Nee. Dank des EP-Teilers nicht. Ich denke, ich habe es übertrieben. Na gut. Dann wird Zeit für mehr Liebeskummer. So, das können wir natürlich hier auch zerstören. Wäre mal wieder heimtückisch angefallen. Nein, diesmal nicht. Oh, da ist Team Rocket. Waschtur, du bist im Weg. Verschwinde. Hier drüben, wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den die Vorstände reden, muss hier irgendwo sein. Okay, ich glaube, das passiert erst, nachdem wir die Top 4 ordentlich vermöbelt haben. So, dann können wir eigentlich Fliegen einsetzen. Müssen wir ja nicht den Wasserweg nehmen, nicht ins Inventar dafür, sondern
aufs Tauboger drücken. Das bringt uns schon dahin, wo wir wollen. Und dann hatte Bill uns noch den Auftrag gegeben, irgendwas, glaub, nach Eiland 3 zu bringen. Ich hab's leider komplett vergessen, was wir wohin bringen müssen. Gibt hier, glaub, auch keinen Questblock. Aber wir werden nach Eiland 3 reisen, mit jedem dort labern und irgendwer wird sich schon angesprochen fühlen. Gut. Pokémon sind wieder topfit, das ist wunderbar. Das Lavados würde ich, glaube nicht aufnehmen ins Team. Ich meine, wir haben Feuer-Pokémon, Glurak. Ja, und noch ein Vogelfieh. Och, ich bin zufrieden mit meinem Glurak, da brauche ich kein Lavados. Ihr könnt es vielleicht später mal beäugen, aber bis jetzt geht's ja alles in Ordnung. So, dann einmal zu Eiland 3, bitte. Eiland 3, klingt gut. In Ordnung, los, Seesprint Tempo 2. Tempo 3 wäre mir lieber, dann geht's bestimmt schneller. So, erste Mal auf Eiland 3. Fängt ja schon gut an mit den Bikern hier, die einen wahrscheinlich vermöbeln wollen. Ah, das, ich erinnere mich. Erstmal ins Pokécenter, dass wir hierhin fliegen können. Es ist nicht möglich, zwischen den Inseln in dieser Gegend zu surfen. Die Strömung ist zu stark und zu gefährlich. So, so, deswegen können wir nicht schwimmen. Hey, hast du schon gehört? Das PC-Netzwerk hier kann nun mit den PCs in Kanto verbunden werden. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist großartig. Ja, wenigstens einer freut sich hier. Lass uns Beeren malen. Das wäre Beerenverschwendung. Im Beerenforst kannst du stets Beeren am Boden finden. Ja, nee, danke. Ich bin bedient, was Beeren angeht. Solange ich sie nicht pflanzen kann, interessiert's mich nicht. Den Lärm und die Aufregung, die ihr Leute hierher bringt, brauchen wir nicht. Wir bitten euch, nach Kanto zurückzukehren. Hey, heul woanders. Unser Boss kommt gerade. Sobald er eingetroffen ist, werden wir eine exzellente Motorradshow vorführen, die unvergesslich ist. Ich glaube, den Typen muss ich aufs Maul hauen. Was? Nicht in deinem Leben. Verschwinde jetzt von der Insel. Wer erledigt das für mich? Na, Freiwillige vor? Ja, ja, das haben wir gerade gelesen. Ja, ja. Ich dachte, ich komme hier durch. Okay. Ja, blau. Oh, nicht schon wieder. Egal, wo ich drauf drücke, es ist derselbe Dialog. Dann, ja, ich drück B, ich hämmer B. Dankeschön. Yippie! Von diesem Tag an gehört die Insel uns. Ja, da habe ich ein Wörtchen mitzureden. Vielleicht ist das das Haus, zu dem wir müssen. Nein. Ein ganz klares Nein. Vielleicht unten in der Höhle jemanden fragen? Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Töff, 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 töff. Mein Motorrad hat einen kleinen. Daher muss ich die Geräusche selbst machen. Ja, das passiert. Hey, ja! Wer bist du? Ich rufe die Polizei. Ganz ruhig, Lady. Hey, Lady, hast du mal einen Poké-Dollar? Der ist doch praktisch nichts wert in dieser Welt. Ein Poké-Dollar ist nix. Und wer ist der Fettsack? Hey, du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Ja. Dann bin ich am Ende von meinem Latein, wo wir hier hin sollten. Vielleicht war es Eiland 2. Könnte doch sein, die labere ich nicht nochmal an. So. Sieht auch nicht so aus, als ob wir zurück nach Kanto kommen. Also fliegen auf Eiland 2 geht natürlich noch nicht. Eine Bootstour kommt sofort. Jo, bitte. Was? Ich habe doch gar nichts ausgewählt. Habe ich was ausgewählt? Wo bin ich? Was ist los hier? Eiland 1, ja toll. Eiland 2, dankeschön. Hättest mich auch gleich fragen können, wo ich hin wollte. So. Eiland 2, dann hoffen wir mal, dass wir hier richtig sind. Wir können mal surfen. Hier haben die auch ein Pokémon Center, ist das nicht praktisch? Ein kleines Kind. Warst du schon in der Spielhalle? Du solltest nicht allein dort gehen. Dorthin gehen. Nimm einen Freund mit. Na gut. Auf Eiland 2 leben nicht viele Menschen. Es gibt da eine alte Dame, die draußen am Kap wohnt. Sie ist schon immer da gewesen.
Ja, die bringt mir nämlich eine tolle Feuerattacke bei, wenn mich mein Glurak liebt, und das hoffe ich, tut's inzwischen. Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon, ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Ach, so merkwürdig finde ich das gar nicht. Natürlich möchte ich den Zerschneider hier einsetzen. Offenbare das Item, was hier hinter steckt. Es ist ein Beleber. Das war nicht besonders wertvoll. Ah, wo sind die ganzen Nuggets? Ein Paradies für zwei. Ist Island 2 interessant? Boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing. Und andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Nee, wusste ich nicht. Entertainment und Snacks. Action pur in der Spielhalle. Da wollen wir erstmal nicht hin. Wir müssen unser Geld ja sparen. Hier bist du der Edelsteinsammler, den ich finden muss. Ich bin der Pokémon-Attacken-Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon beim Levelanstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir zwei Minipilze oder einen Riesenpilz. Dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollen, musst du mir ein oder zwei Pilze geben. Ja, das ist Message ganz klar angekommen. So, die muss ich wahrscheinlich nicht anlabern. Der will mir nur irgendwas verkaufen. Und dann... Nein! Was ist jetzt los? Wer greift mich an? Ein Myrampler. Hab ich letztens auch fälschlich gesagt, dass dieses Knuffenser sich zur Weiterentwicklung von Myrampler entwickelt. Ich habe irgendwie gesagt oder gedacht, in dem Moment, wo es mir nicht ganz gut ging, habe ich einfach gedacht, dass Knuffenser sich in Duflo und Giflo weiterentwickelte. Stimmt ja gar nicht. Entwickelt sich ja irgendwann in Sazenia. Tja, hoffentlich hat das gepasst. So. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Hm? Du, das Glurak. Oh, das ist es. Das ist das Pokémon. Dieses Glurak ist des Erlernens meiner Attacke würdig. Dankeschön. Lässt du es zu? Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja, ich lasse es zu. Somit lehre ich Lohekanonade. Kanonade, ja. Diesem Glurak. Cool. Lohekanonade. Hekano. Keine Ahnung. Irgendwie so wird's ausgesprochen. Was vergess mal. Schlitzer ist eigentlich so gut. Metallklaue wird vergessen. Auf meine Verantwortung. Lohekanonade. Okay, komisch. Ich habe früher immer Kanone gelesen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Attacke noch in meinem Leben lehren durfte. Da hast du recht, bist schon ziemlich alt. So, dann hätten wir aber nicht auf Island 2 gemusst. Das irritiert mich jetzt noch mehr. Ich dachte, ich soll jemanden finden. Zurück nach Kanto würde ich auch gehen. So, Flucht. Auf jeden Fall. Dann hauen wir erst der Top 4 auf die Fresse. Auf der Fresse? Auf die Fresse. Klingt doch schon besser. Vielleicht ist hier ja trotzdem jemand drin, der Edelsteine will. Wo ist ihre Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Hm? Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche auf Island 3 nach ihr. Hä? Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also wo sind sie? Hey du, ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriechst. Du Hallodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder von Motorrad mit. Hä? Oh, oh, ich hab dich. Zuh, diese Inseln sind verwirrend. Okay. Sieh dir das nur an. Dieser Hallodri hat meinen Teppich abgenutzt. Nein. Was für ein Hallodri.
Ist das nicht der Edelsteinsammler? Nee, jetzt müssen wir auf jeden Fall nach Island 3. Willst du noch was? Hey, hör zu, ich flehe dich an. Geh nach Island 3. Falls meiner Irma etwas zustößt. Mein Haus ist auf Island 3, hat ein... Haus hat rotes Dach. Ja. Wir gehen ja schon los, Kollege. Und jetzt sparen wir uns die Bootstour. Können nämlich fliegen. Das lohnt sich schon. Und zu Kanto könnte man, glaube ich, auch zurück. Na, das passt hier erstmal. So, dann aber auf die Schnauze jetzt richtig. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Du Feigling, im Rudel so stark. Ja, aber ich bin alleine so stark. Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich wünschte, ich hätte mein Münzamulett ausgerüstet. Was trägt denn Glurak ansonsten gerade? Nix, der hat glaub nix an. So eine Verschwendung. Kampf, Flügelschlag. Das dürfte für diesen kleinen Punk da reichen. Komm schon, Level 69. Nein, so kurz davor. Ui, ein Schleimer. Hol ich mir nur wieder eine fiese Erkältung. Das brutzeln mir gleich saunamäßig weg mit einem Flammenwurf. Ja, da kann sie noch so überrascht aussehen. Oder er, das Schleimer, der Schleimer. Sehr gut, Level 69. Nice. Und Labras, oh, nicht aufgestiegen. Was ist das für ein Kind? Ein außergewöhnliches, würde ich sagen. So, her mit dem Rest. Ah, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Niemals. Ich stehe für das Gute und nicht für Leute, die im Weg rumstehen. Du hast jetzt einen Smogon. Boah. Boah, was machen wir da? Ich bin mal einfach davon. Auf Wiedersehen, Smogon. Mögest du bei einem besseren Trainer landen. Hör auf herumzualbern. Hab nicht herumgealbert. Münzamulett. Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hierher eingeladen. Aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Ja, macht euch alle grad bisschen lächerlich. Nein, wieder ein Schleimer. Effektive Strategie dagegen haben wir schon gefunden. Ja. Ich mag die Schleimers, die sehen lustig aus. Jo. Nächster besiegt, nächster Opponent. Jetzt wird Zeit für den Boss. So, her mit dem Boss. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich hab dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Ja, das hätte ich von Anfang an gewollt. Oh ja, du bist auf jeden Fall ein Big Boss. Glatzkopf Paul. Ich weiß jetzt nicht, was das Mokmok da soll. Das nehmen wir gleich mal aus dem Spiel. Das verpestet nur die Luft unnötig. Außerdem sieht das so grimmig und deprimiert aus. Weg damit! So sehe ich ja schon aus. Und ein Schleimmok. Die mag ich nicht. Die sind hässlich. Flammenwurf. Und sehr giftig. Na gut, weg damit. Nein, komm schon. Wir hätten auch meine Lohe-Kanonade einsetzen können. In Ordnung genug. Wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Ja,
Viel Spaß auf eurer Erkundungstour. Geh nur und häng mit diesem Typen ab. Ja, danke. Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oh, deine Pokémon wurden wegen mir verletzt. Oh, danke schön, Top-Genesung, 3000 Poké-Dollar bar auf die Kralle. Du hast wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Dankeschön. Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst Irma? Es ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Gott, da werden wir sie hoffentlich auch wieder antreffen. So, einmal Pokémon hochheilen, obwohl das ja nicht wirklich nötig ist. Naja, wenigstens die Flammenwürfe können wir wieder auffüllen. Jo, die Firma dankt. Ja, ich komme jederzeit wieder. Kennt mich doch. So, da ist doch das rote Dach. Aber ich glaube, wir müssen erst Irma finden, sonst bringt das hier gar nichts. So, ist Irma eigentlich... Ich glaube, das ist ein Pokémon. Vielleicht ein Ditto, das wäre cool. Hab keine Erinnerung. Ich bin nicht Irma. Sie ist vermutlich im Bärenforst. Sie sammelt dort Beeren, um das Mittagessen zuzubereiten. Oh je, da ist bestimmt Team Rocket auch unterwegs. Oh, du siehst aber nicht gut aus, du Dodo. Goku, ja, du redest auch nicht gut wie ein Dodo. Ich trainiere mein Dodo im Bärenforst. Sobald es sich entwickelt, spiele ich auf Island 2. Schön für dich, aber du trainierst gerade gar nicht im Bärenforst. Papa lügt mich ständig an und lässt mich nicht hinaus zum Spielen. Tja. Du solltest nie alleine in den Bärenforst gehen. Warum? Es spukt dort. Ach, keine Sorge, ich habe den Depri-Turm von Lavandia überstanden. Dann werde ich auch noch so einen Bärenforst überstehen. Wir müssen ja nicht jeden jetzt hier anlabern. Rein hier. So, Bundbrücke da oben sind blutrünstige Zwillinge, die uns bekämpfen wollen. Oh nein, ein Taubsi und das auf Level 32. Was macht man dagegen? Nix, wir hauen ab. Ist doch ganz logisch. So, dann kämpft mal. Hier zeigen die unser Lieblings-Pokémon. Taubsi? Was habt ihr denn für ein Lieblings-Pokémon? Pipi, okay. Das kommt nicht ganz überraschend. Oh, mein Nidoking hat ja keine Chance. Lohe-Kanone und Surfer. Einmal in Brand setzen und einmal wieder löschen. Das klingt doch gut. Super. Oh, Nidoking, zeig, was du kannst, bevor Pipi uns alle einschläfert. Nein, Metronom. Was passiert jetzt? Du hortest Energie. Du hortest 1. Surfer. Nein, Glurak muss sich ja wieder aufladen. So ein Mist. Ein Flammenwurf hätt's doch auch getan. Nein, es igelt sich ein. Verteidigung steigt. Angriff, jetzt mit allem, was wir haben. Flammenwurf und... Surfer, ja. Ich tausche mal das zweite Pokémon bei mir aus, aber so viel Doppelkämpfe haben wir, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Bis jetzt hat man zumindest kaum welche. Tja, Zwillinge wird besiegt. Oh, Ida. Ja, $888, das erinnert mich wieder. Münzamulett. Münzamulett, Münzamulett, Münzamulett. Vorhin gesehen. Schau wieder aus dem Kopf raus. Geben. Achso, EP-Teiler. Ne, der trägt Schutzband, okay. Das hat ja gar nichts gebracht, das Schutzband. So. Ich erinnere mich aber, dass ich ihm gegeben hat. Oh, ein Mauzi. Miauzi, Genauzi, Schlitzer. Oh, das war wahrscheinlich zu viel zum Fangen. Ja, dem Kätzchen, das hat jetzt nur noch 8 Leben. Wo willst du so eilig hin? In den Bärenforst. Ich muss Bären sammeln. Oh, die hat aber ein cooles Outfit. Aroma Lady Erika. Und die hat einen Visasamen. Und die hat 3 Pokémon. Vielleicht hat sie die ganze Evolutionsreihe. Ihr Pech, dass ich nur Feuer-Pokémon habe. Also ein Bisasam. Ach, nächstes Mal, wenn ich das spielen sollte, nehme ich Bisasam.
eins meiner absoluten Lieblinge. Nach Glurak. Ein dieser Knosp, das sieht gut aus. Und der sieht so Teenager-mäßig hier aggressiv aus. Gleich mal den Shake aus dem Nacken treiben. Und komm schon, Bisaflor. Nein! Nochmal ein Bisaknosp. Aroma Lady, du musst ein bisschen mehr trainieren. Zumindest mit einem der Bisaknosps. Muss sich doch entwickeln. Ja, dass das effektiv ist, wundert mich jetzt auch nicht mehr. Und wie viel Kohle haben wir gemacht? Dankeschön. $2000 wieder. Das ist gut für Topschutz. So, das ist die Bunnenbrücke, glaube ich. Und dann ist das hier der Bärenforst voraus. Ja, wunderbar. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.